Für mich war Orchid String von Lisa Lim immer ein absolut faszinierendes Stück. Ich kenne Lisa Lim schon ziemlich lange und Lisa Lim und ich sind sozusagen im selben Land aufgewachsen. Ich komme eigentlich aus Neuseeland, aber ich bin in Australien aufgewachsen. Und Lisa Lim ist in Brunei geboren, aber ist auch in Australien aufgewachsen. Und für sie und auch für mich waren immer die Geschichte von den Ureinwohnern unheimlich wichtig. Und eben Ochre, das ist eben diese Mischung zwischen dieser farbigen Erde und Wasser. Und die Ureinwohner haben auch ihre Malerei, nicht diese, ihre Dot-Paintings und ihre Sachen, die total faszinierend sind, wo sie das nehmen. Aber es hat nicht nur für die Malerei eine Bedeutung, sondern für ganz viele Rituale, für Hochzeiten, Geburten, ihre Corroborees, ihre Tänze. Lisa hat eine Art in ihrer Musik, eine natürliche Art, Klänge zu suchen und umzuwandeln, dass sie zunächst relativ tonal, normale Klänge sind vorhanden und dann es wandelt sich und wird dann, entweder bricht es aus zu einem Mehrklang oder es bricht und zu etwas undefinierbares. Ich kenne eigentlich keinen anderen Komponisten, der das irgendwie so schafft, ohne dass das irgendwie unnatürlich wirkt. Das Stück ist nicht im klassischen Sinne für Oboe und Trio Basso, Oboe Solist, die Streicher begleiten mich. Es müsste eigentlich immer von vier Solisten quasi gemacht werden, weil klar ist es auch Kammermusik und es gibt Teile, die auch sehr kammermusikalisch sind, aber es bleibt immer so was ganz Eigenes. Und es bilden sich aber auch manchmal Duos. Es gibt ein sehr schönes Duo auch für Oboe und Bratsche in dem Stück und auch Oboe und Kontrabass. Und also es ist immer am Wandeln und immer eigentlich sehr faszinierend.